Die 15, auf die hast du gewartet, oder? Weil du im Urin hattest, dass in der 15 was passiert. In der 15, Gendarmerie, wie in Frankreich, aber in Italien. Und jetzt wird sich der gewiefte Zuschauer denken, was? Aber das hatten wir doch letztes Türchen schon. Richtig. Aber hier ist alles anders. Und was anders ist, das zeige ich dir jetzt. Jo. Nun stellt sich hier die Frage, was ist denn eigentlich das Problem? Auch hier, wie in dem letzten Fall, ist die Gendarmerie wahrscheinlich etwas sensibel. Es gibt ja nur im GT-Sport schon mal ein bisschen Handgemenge und da ist man Tür und Tür und da berührt man sich auch mal. Also hier an der Stelle kann man dem Mercedes nur wirklich keinen Vorwurf machen. Jo, es ist eng, es gibt Kontakte, aber es wurde gebremst und darauf reagiert und da gibt es keinen Grund zu handeln, denn auch hier ist es ein Rennunfall und no further action. Und mich ereilte ein Brief dazu vom Mercedes-Fahrer. Denn er hat mir Folgendes geschrieben, denn Weihnachten scheint ihm wichtig zu sein. Herr Jutke, Dizzy Weihnachts, Jutke Mann, wie auch immer Sie genannt werden wollen, in Folge 15. Türchen 15. Sie sind durcheinander. Aber das spielt keine Rolle. Ich mag Sie trotzdem nicht. Ich möchte mich hiermit entschuldigen für meine Taten. Ich habe mir dieses Jahr zu Weihnachten eine PlayStation 5 gewünscht. Und da ich diese gerne bekommen möchte, möchte ich mich aufrichtig für mein Verhalten auf der Rennstrecke entschuldigen. Es war nicht gut. Ich habe wirklich alles gegeben, um die Gendarmerie nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Wie Sie sehen können, bereue ich meine Taten. Bitte lass mir die PlayStation 5 zukommen dieses Jahr zu Weihnachten. Sonst wäre ich sehr traurig. Vielen Dank, Weihnachtsjutgemann, Dizzy, wie auch immer du genannt werden möchtest. Auf bald. Ciao. Kakao. No further action. Das Türchen wird hier an der Stelle geschlossen.